Der braucht einen Namen. Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Was machen wir? Wir haben den Kamin schon angemacht. Wir haben ja hier leider keinen im Haus. Heute wollen wir Weihnachten schmücken. Es ist Wochenende und wir nutzen jetzt die Zeit und dekorieren. Falls ihr unseren XXL Christmas Shopping Haul noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal in der Infobox. Da haben wir ganz viel Weihnachtskram gekauft. Vom letzten Jahr haben wir auch noch richtig viel. Das werden wir heute in diesem großen Haus alles schmücken. Alex ist gerade im Keller und holt das ganze Dekozeug und die Bäume. Hier bekommt ihr halt auf Madeira keine richtige Tanne. Ich glaube, es gibt so ein paar Importbäume, so eine Nordmann-Tanne oder so, aber die sind dann richtig teuer. Und wir haben gesagt, kaufen wir einfach einen künstlichen Tannenbaum und den benutzen wir dann jedes Jahr. Wir haben auch noch vom letzten Jahr einen. Dann machen wir uns das hier richtig schön winterlich. Ihr könnt aber gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Was ich richtig toll fand in Berlin, war der Tannenbaum aus dem Topf, den man dann wieder abholen lässt und dann wird er wieder eingepflanzt. Man kann ihn nächstes Jahr wieder benutzen. Das war wirklich eine richtig tolle Aktion. So, das gibt es hier leider nicht. Wir werden wahrscheinlich auch draußen unsere Palmen schmücken. Aber jetzt gerade ist hier Weltuntergang auf Madeira. Wir hatten hier gerade so einen kleinen Monsunregen und man sieht hinten kaum noch die Insel. Es ist einfach alles komplett dunkel und grau. Richtig unheimlich. Wow. Haben wir mal hier ein bisschen schöne romantische Stimmung hier mit Licht. Ihr helft. Das ist süß. Alle sind richtig aufgeregt. Spannende Zeit immer, ne? Das ist ein großer Tannenbaum. Moritz schläft. Heidi, Bruno, komm her. Sieht er gruselig aus oder ist er hübsch? Du, das ist. Das mit der Nase. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen unser Wohnzimmer neu umräumen. Ja? Haben wir noch diese coolen Weihnachtsmützen, die sich so bewegen? Ja, und die singen. Da kommt ein Tannenbaum hin. Hier kommt ein Tannenbaum hin. Das heißt, den Laufstall bauen wir jetzt ab. Helf mir mal, das ganze Spielzeug hier rauszuholen. Mama, das ist meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Und dann packen wir alles hier in die Schränke. Ein Spielzeug rausholen. Mama, ja? Das ist meine Aufgabe. Deine Aufgabe. Das muss ich ja auch noch tun. Ja, da können wir Spielzeug auch noch reintun. Also es ist Ende November und ganz Mama, Portugal hier gefühlt ist schon eine Weihnachtsstimmung. Die hören auch in der Schule im Kindergarten schon Weihnachtsmusik. Du willst zumachen, Pauline? Ja. Und ist alles drin? Ja, dann los. Pass auf, Heidi, nicht, dass du eingeklemmt bist. Okay? Yay. Gib mir Film. Super. Oh. Meine Aufgabe. Jetzt müssen wir die ganzen Decken aufs Sofa machen. Warte, ich aufstapel. Kannst du die auch falten? Au, au, au. Das sieht aus. Wir richten uns einfach mal hier eine richtig schöne Weihnachtsecke ein. Jedes Jahr dasselbe. Es ist so schön. Akku leer? Ich weiß nicht. Ich glaube, Papa hat die Batterien rausgemacht, damit die Mützen nicht kaputt gehen. Ich garantiere für nichts. Ob da Kakerlaken drin sind. Genau. Ich warte schon auf den Moment, dass dein Freund rausspringt. Die könnt ihr schon aufsetzen. Für jeden ein. Leute! Für jeden ein. Ein Rentier. Das sind die wunderschönen Girlanden von letzten Jahr. Die mussten natürlich mit, ne? Die müssen wir ja aufhängen. Vielleicht hier so einen großen Rahmen. Der braucht einen Namen. Kann er laufen? Pass auf, der läuft gleich los. Jetzt müssen wir erstmal hier alle rausholen. So, guck mal. Weg. Weg. Aber Kadaver. Die großen kommen nach unten. Wow, ein Stern. Ja. Kann doch immer. Genau, die großen nach unten, dann macht es am meisten Sinn. Dein erster Tannenbaum dieses Jahr, Schatz. Mit Anleitung. Mit Anleitung. 2,40 Meter, der müsste fast bis an die Decke gehen. Ja, schauen wir mal. So groß ist der. Wir gucken jetzt hier mal gerade, wie das aussieht mit Moritz. Der schläft noch. Ups. Der liegt da ganz seelenruhig. Es ist kurz vor 17 Uhr werde ich ihn wecken, damit er auch heute Abend schön schläft. Pauline hat sich jetzt eine Zuckerstange gekrallt.
Es hat mich das hier rüber gemacht, wenn meine Hand nicht geht. Gut. Es wird langsam. Fächert mir den jetzt schon? Nee, dich. Was? Dass man fächert den erst auf, wenn er steht. Oma, also, das ist ja nicht mein Arsch, das ist hart. Der ist wirklich echt schön groß. Da kommt doch die Spitze drauf, der ist echt riesig. Ich darf die Spitze noch machen. Gar nichts. Gibt es so Tannenspray? Gibt es bestimmt. Oder so Duft, den man sich neben den Tannenbaum stellt. Das sollte man machen. Oh, der geht ja fast an die Decke. Wir fahren wieder so ein Monsun, aber auch einen wunderschönen Regenbogen. Statt Schnee gibt es Regen. Wie in Deutschland auch. Ich mache Musik über das Fernsehen. Warte. Also keine Wiese. Nein, die Süße. Nein. Wollen wir nicht Kevin allein zu Hause machen, nebenbei gucken? Ja, das muss man mit abends gucken, Papa. Was hast du wieder falsch? Schatz, ich glaube, ich bin zu doof dafür. Was denn? Ich sag mal, kann ich dich. Wie kann ich dich? Alex geht jetzt gerade Moritz wickeln, macht dann den Tannenbaum weiter. Das dauert ganz schön lange, dieser große Baum. Ich mache jetzt Abendessen langsam für uns. Danach packe ich ihn mir in die Trage, kann ein bisschen auf dem Rücken zugucken, wie ich koche. Es gibt heute für uns Pizzasuppe. Die haben wir schon echt lange nicht mehr gemacht. Bestimmt schon 3 Jahre her oder so. Deswegen machen wir die jetzt zusammen. Ihr braucht Hackfleisch, geht bestimmt auch mit der vegetarischen Variante. Hier haben wir Creme Fraiche, Paprika, Paprikapulver, Pizzagewürz. Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensoße. Geht super einfach, das kriegt ihr auch ohne Thermix hin. Hier sind jetzt einfach Knoblauch, Zwiebeln und Paprika. Okay, man sieht nichts. Das dreht jetzt an und dann kommt auch schon die Tomate dazu und die Paprika und dann abschmecken und später tut man das Fleisch einfach nur so da rein, dann kocht das da drin in der Suppe und dann ist es schon fertig. Ihr könnt auch noch Mais reinmachen, das schmeckt auch gut oder Pilze, die habe ich jetzt weggelassen. Manche machen da auch noch Schinkenwürfel rein, finde ich jetzt nicht so lecker. Machst du nur ohne. Auf jeden Fall, Creme Fraiche steht auch nirgendwo. Manche machen noch Frischkäse rein. Nee, Schmelzkäse. Genau, ich mache immer Creme Fraiche rein. Schmeckt genauso gut. Schlagsahne gibt es hier auch, aber unsere Kinderfee meinte, die benutzen dann Nata. Ich habe jetzt gerade für meine Kinder noch einen Snackteller gemacht. Die sind schon alle hungrig. Aber die sollen jetzt kein Süßes mehr machen. Nam, nam. Kannst du den Teller nehmen, Schatz? Ich hab noch die Sahne. So, der Zeitpunkt ist gekommen. Dass ich mit dem kleinen Mann hier rumlaufe. Ich mach das. Aufmachen. Halt mal fest. Ich drehe auf. Es kocht jetzt hier und dreht. Ich lasse es jetzt kochen. Wenn das kocht, dann kommt das Fleisch hinzu. Warte mal, hatte ich nicht letztes Jahr so eine Teigrolle zum Abrollen? Jona, hol mir mal bitte die Teigrolle. Damit ihr Teig backen auf dem Pfanne. Teig backen. Was wollen wir jetzt da mit der machen? Viel durchstecken. Mama hat die Teigrolle. Ja, einmal aber rum. Das ist ja viel cooler mit den Stielen. Ja, einmal rum, mal rum. Alex. Leona ist heute für das Regal zuständig. Sie darf das schön einrichten. Die Tannenbäume hier sind vom letzten Jahr, ne? Die sind echt schön. Da der Engel. Oh toll, sieht das aus. Man muss sich die Fernbedienung wegdenken. Wir haben hier noch einen Schlitten, da wollte ich da eigentlich den Teddy draufsetzen. Ja, yeah, das ist voll süß. Wir haben hier noch einen Santa Claus. Gucke mal, Leona. Ich weiß, wie ich das dekoriere. Ja, der kommt hier um die Ecke. Das North Pole Express. Bäumchen. Und was kommt hier in die Mitte? Bin ich ja gespannt. Hier sind noch mehr Tannenbäume, Leona. Moritz spielt mit der Lichterkette. Achtung, 3, 2, 1. Wow! Der ganze Tisch glitzert und ich muss hier Abendessen machen. Da oben, ihr kennt wahrscheinlich alles noch vom letzten Jahr wieder. Genauso wie die kleinen Geschenke, die leuchten. Den Baum haben wir noch gar nicht geschafft. Schaut mal, hier steht unser Pferd. Alex ist gerade im Wäscheraum und sortiert da die Kabel. Frieda, komm, du wolltest Suppe probieren. Wir müssen jetzt die Suppe abschmecken. Aber gut pusten, die ist noch richtig, richtig heiß. So sieht die aus, guck mal. Man kann ja einen Film gucken. Wir gucken nachher einen Film.
Nicht so doll pusten. Oh nein! Jetzt ist die ganze Spielmaschine voll mit Suppe. Mama. Und? Lecker. Ich habe gerade den Kleinen auf dem Arm. Wir haben schon gegessen. Es ist gut was übergeblieben. Man sieht die leeren Teller. Wir haben frisches Brot dazu gegessen. Alex hat draußen die Schneemaschine angeschmissen. Das ist schön, das von hier. Tada! Sieht das aus wie Schnee? Ja. Bisschen sehr an der Reihe so. Finde ich auch. Naja, besser als nichts. Das sieht doch voll schön aus. Ich glaube, das ist zu weit weg. Ich finde es ganz nett. Wir haben auch noch rote und grüne Punkte. Ja. Sieht besser aus. Nee, so fällt es falsch rum. Ich sage erstmal bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist der nächste Tag. Wir sind seit 6 Uhr wach. Moritz wollte nicht mehr schlafen. Hier, der Robby hilft mir gerade dabei, ein bisschen Ordnung zu machen. Immer wenn hier morgens die Sonne reinscheint, sieht man einfach, wie viel Staub und Hundehaare und sowas hier alles rumfliegen. Wir sind gestern nicht mal fertig geworden, wie man sieht. Alles steht hier noch so rum und das sind auch noch nicht alle Kartons. Leona ist noch gar nicht aufgestanden. Es ist übrigens 8:30, Moritz ist jetzt wieder wach. Er ist seit 6 Uhr wach, dann war der am Frühstücken alle zusammen. Jetzt schläft er wieder. Wir müssen hier ein bisschen das Chaos beseitigen. Ja, die Hunde müssen jetzt mal kurz draußen bleiben, weil... Moritz auch, weil der Robby jetzt läuft, sonst keine Chance zu sauber machen. Ich spiele oben mit ihm. Genau, die anderen müssen hier auch noch Zähne putzen. Ja, ich mache die Kinder fertig, Alex macht die Küche. Teamwork heute Morgen. Ihr spielt schön. Ja, den hat ein Lola gedacht. Nicht fertig. Einmal hier die Decke machen. Ihr Schlafei. Das benutze ich immer abends zum Einschlafen, wenn es ganz so dunkel ist. Sind heute auf den Kindergeburtstag eingeladen. Also Pauline und die Frieda. Ich muss das Geschenk noch einpacken. Es ist aber erst gegen 15 Uhr. Mama, hast du uns jetzt mein Baby lernen? Du lernst schreiben, ne? Zeig mal. Das ist dann mal bitte jemand. Toll. Ich habe Frieda sowas hier aus dem Internet ausgedruckt. Da kann sie Zahlen lernen, da kann man das schön nachschreiben. Die sind so leicht vorgedruckt. Ich sehe das schon, du machst das toll. Die Nullen sind auch richtig schön rund geworden. Ja. Leg's jetzt auf den Schreibtisch für später. Ich liebe ja Kissen, ne? Das Bett kann nicht genug Kissen haben, sieht immer kuscheliger aus. Die sind alle in einem Auto. Ja, wie die Laukan. Wenn man es auch nicht runter kann, du wirst jetzt gemessen sein noch ein bisschen. Du kommst nicht so erst raus. Das hat Leona schon als Kind mitgespielt. Ja, weiß ich. Ganz alt schon. Also ich muss sagen, unser Bastelwagen sieht hier echt aktuell gut aus. Ein bisschen Knete ist die Tage dazu gekommen. Ich habe gemerkt, dass die wieder leer war. Manchmal machen wir die auch selber. Das sind unsere ersten Weihnachtskugeln, die wir gebastelt haben für den Tannenbaum. Die sind richtig schön geworden. Schaut mal auch hier. Das Reh hat Leona gebastelt. Richtig süß. Ist das hier kaputt gegangen? Ja. Müssen wir Papa sagen, er muss das da wieder reinmachen, ne? Ich bin erst traurig. Das ist traurig, ich auch. Weil immer so viele fragen, was die Kleinen für Bücher vorgelesen bekommen. Könnt ihr gerne mal schauen, das Tierlexikon gehört Leona. Leo Lausemaus ist schon von Leona damals, es liest Pauline sehr gerne immer. Dann so Farbenmonster, sie lieben so Pop-Up-Bücher, die sind ganz beliebt, sind aber leider nicht so günstig. Genauso wie dieses Pop-Up-Buch mit dem Seepferdchen. Wenn ich wütend bin, ich liebe Bücher, wo Emotionen erklärt werden. Tiere am Tag, also Tiere geben bei uns auf jeden Fall immer Wissensbücher zwischendurch. Der schlechte Launehase. Das Buch vom Mutigsein. Das ist auch super süß, das mit Tönen, also mit Sound. Soundbücher sind auch immer sehr beliebt. Ich gehe jetzt mal zu Moritz rein. Hallo Schatz. Hier sieht es hier aus, als ob die Bombe eingeschlagen hätte. Wir haben gestern Abend hier nicht mehr aufgeräumt. Ja. Mal hier hell machen. Hast noch mal ein Stündchen, anderthalb Stunden geschlafen. Will mal ein bisschen lüften. Guten Tag. Hast du noch mal eine Runde geschlafen? So, bis zum Mittagsschlaf spielen wir jetzt ein bisschen. So, ich mache jetzt hier gerade noch die Schmutzwäsche weg.
Bin ich schon die nächste Windel bereit? Übrigens, wir lieben unseren Windeleimer. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr Baby habt. Da stinkt nichts und riecht nichts. Und Moritz badet immer hier in der Dusche. Die Badewanne ist echt perfekt dafür. Und deswegen steht hier auch sein Badebuch. Hat er zum ersten Geburtstag bekommen von unserer Kinderfee. Der liebt das. Der guckt sich das dann immer an. Ich sehe gerade, dass das leer ist. Pulli und Leggings ist langsam frisch. Wollen wir einen Turm bauen? Komm. Wir bauen einen Turm. Da der Alex jetzt unten noch die Küche aufräumt und dabei Nachrichten hört und der Saugroboter da aktiv ist, werde ich erstmal mit den Kindern jetzt hier oben noch ein Stündchen verbringen. Ich muss gleich Zähne putzen, Haare kämmen. Am Wochenende sind wir so ein bisschen gechillter, dann muss nicht alles zack, zack, zack gehen, außer zur Schulzeit. Und da machen wir uns dann gar keinen Stress. Man kann dann einfach was bauen und er baut es wieder ab. Das ist eine gute Beschäftigung. Und er liebt es, mit seinen Fahrzeugen hier auf der Straße zu fahren. Ich glaube, die habe ich euch mal auf Instagram schon gezeigt. Das ist so ein Straßenset, die könnt ihr halt überall machen. Die kannst du auch mit zum Strand nehmen oder nach draußen. Die ist halt flexibel. Du kannst auch eine Straße runter machen, wenn du irgendwie Kissen aufbaust oder so. Die ist echt cool. Die liegt jetzt immer hier unten drunter. Ich hätte gerne hier noch so eine kleine Aufbewahrung, eine kleine Kiste, so eine flache. Aber es war immer noch die beste Entscheidung, diesen Tisch hier in den Raum zu stellen. Der Raum ist ja echt riesig, von daher passt das auch. Und da füttern wir ihn drauf oder kuscheln mit ihm, wenn er mal nicht so schnell in Schlaf kommt. Jetzt wollte ich Bausteine mit ihm spielen. Hier ist auch die Burg und so Bausteine mit Wasser drin. Oh, ich sehe gerade, was denn hier passiert. Was ist denn da alles drin? Wollen wir damit bauen? Wow, ist der Anhänger. Den habe ich schon gesucht. So ein Abschlepper, so ein kleines Auto. Hier ist noch alles drin. Sieht man alles blau. Und wenn man blau und gelb zusammenhält und man dann durchguckt, dann ist es grün. Ja. Alex kümmert sich um die Strümpfe vom letzten Jahr. So, ein Strumpf noch. War das letzte Jahr auch schon so viele? Ja. Jetzt fehlt noch ein Strumpf für Heidi. So, jetzt ein hier. Wie viele einfach wir sind. Ja, Heidi ist hier voll. Wir sind hier weiter am Schmücken und backen gleich noch Plätzchen. Wie jedes Jahr nehmen wir euch natürlich mit. Das ist schon Tradition bei uns geworden auf YouTube, ne? Ja. Oh, da ist der Engel umgefallen. Und die Girlande kommt quasi hier drüber, damit es oben schön grün ist. Hier hang vorher immer ein großes Bild an der Säule. Jetzt haben wir hier einen Adventskranz hängen oder einen Kranz hängen und den Adventskalender der Kinder. Und ich finde, das sieht so schön aus. Ich habe den heute Morgen geschmückt. Das Ding habe ich, glaube ich, für 8 Euro gekauft, diese Holzgirlande oder diesen Baum. Und ich habe jetzt einfach die Säckchen dran gehangen, das sind nicht alle, und habe es geschmückt mit Weihnachtsdeko, mit Zuckerstange, so eine goldene Blume, ein Glöckchen ist auch da. Ich mache mal dran und du schaust mal, ob das besser aussieht mit der Girlande oder nicht. Ich glaube schon, es sieht besser aus, weil... Pass mit dem Pferdchen auf. Ungefähr. So. Oh, ist voll schön. Besser? Mit Girlande ist schöner. Okay. Das ist weihnachtlicher. Weihnachten! Die Girlanden kennt ihr wahrscheinlich noch vom letzten Jahr. Die hangen bei uns überall an den Wänden. Das geht hier leider nicht so einfach. Deswegen haben wir die uns unten ins Regal gelegt. Da oben ist auch noch ganz viel Deko und wir haben auch Bilder hingestellt. Ja, das piekst. Da ist gerade ein Hörnchen auf der Hand. Die Kerzen kann man dann auch anmachen. Alex hat die restliche Lichterkette unten in dem Tannenbaumständer gestellt. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Den schmücken wir am ersten Advent. Und hier nochmal ein bisschen Deko. Das muss Alex gleich noch reparieren. Das ist eine Spieluhr. Die muss man aufdrehen. Natürlich ist auch Berlin am Start. Unsere alte Heimat. Ja, ich finde das richtig schön mit diesen Holzdeko-Sachen. Moritz läuft wie ein Weltmeister. Ich weiter den Hallo. Hallo, du Zipfelmütze. Wieder dem Alter nach aufhängen, ne? Hallo. Ja, wir haben immer der Reihenfolge gemacht, von alt nach jung. Echt? Ja. Schon vergessen. Ja, da muss ich ja ganz nach links, ne? Du musst ganz nach links. Hallo.
Ah, dann ist Moritz ganz hinten. Hallo. Heidi. Aber Heidi ist noch nicht da. Hallo. Hallo.